Na gut, dann können wir uns jetzt entweder nach dem Turm umschauen, zum Hetman gehen oder uns ausrüsten, um dem Meister Dramosch zu helfen. Aber der Aufruf nach dem Hetman klingt wichtig, zumal sollten wir uns möglichst schnell melden, bevor uns eine andere Gruppe zuvorkommt. Also schauen wir uns mal hier im Westen um. Gucken wir auf Thyriks Karte. Wir hatten hier eine Mühle, da hatten wir den Chalding-Turm, wie auch immer der genau hieß. Hier unten Meister Dramosch, also haben wir noch hier oben nur noch dieses Haus über. Hoch über der Stadt erhebt sich der Otterskin der Hetleute, wo sich nicht nur das Wohnhaus von Hetman Tronde, sondern auch eine Kaserne und die berühmte Kartothek befindet. Vor dem schweren Tor in der Umwallung stehen zwei mit furchteinflößenden Äxte bewaffnete Hünen, offensichtlich Krieger der Hetgarde. Wohin deswegs? Wir sind die Helden, die der Hetman sucht. Naja, wirkliche Helden sind wir ja noch nicht. Also sagen wir einfach mal, wir kommen wegen dem Aufruf. Von wegen dem Aufruf. Aha, dann wollen wir mal sehen, ob es überhaupt einen gültigen Aufruf gibt. Mehr Einfuhr von borländischen Kartoffeln, Antrag auf Stimme im Chalding, Großhochzeiten, Plan X, Helden gesucht. Nach Bauern, Händlern, Jarlen oder Spezialisten für Plan X sieht ihr auch nicht aus. Dann müsst ihr also Helden sein. Na, dann kommt mal mit. Eine der Wachen führt euch in das große Langhaus, in dem Hetman Tronde gerade im Schein mehrerer Kerzen über alte Karten brütet. Nachdem ihr euch höflich vorgestellt habt, sagt er: Lassen wir diese Formalitäten. Ihr glaubt also, dass ihr in der Lage seid, euch mehrere Monate durch die Wildnis zu kämpfen, um irgendetwas zu suchen, von dem ihr nicht mal wisst, was es ist? Das wohl, das nenne ich Mut. Also zur Sache. Thorwall ist in ernster Gefahr. Im oberen Bodiertal rotten sich die Orks zusammen. Und es sieht so aus, als hätten sie dieses Mal einen gemeinsamen Führer. Und wenn die Weissagungen nicht täuschen, dann werden es diesmal viele Tausende sein. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass die Orks bis nach Vilnheim vordringen, weil dann ein Krieg unvermeidlich ist. Ich habe die alten Sagen studiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, wenn man die Orks, vorzugsweise ihren Häuptling, so sehr beeindruckt, dass sie von ihren Plänen ablassen. Eigentlich wäre dazu Zauberei am besten geeignet, aber ihr wisst ja, wie das ist. Zauberer sind entweder inkompetent oder auf der falschen Seite. Also brauchen wir eine andere Methode. Es gibt da eine Waffe, die seit mehreren Dutzend Jahren im Orkland verschollen ist. Grimmring, das Schwert des berühmten Hetmans Hügelig, dessen Expedition nie zurückkehrte. Irgendwo im Orkland muss ein Grab liegen und dort wahrscheinlich auch das Schwert. Es heißt, dass die Orks damals eine Heidenangst vor der Waffe hatten und ihre Schamanen oder wie sie sich schimpfen, haben ja angeblich so ein gutes Gedächtnis. Wenn wir also diese Waffe in unsere Hand bekämen und ein tapferer Krieger damit den Orks zeigen könnte, was eine Hake ist, dann hätten wir schon halb gewonnen. Entweder zerstreuen sie sich dann oder werden zumindest so in ihrer Moral geschwächt, dass wir sie ohne weiteres zurücktreiben können. Nun, nachdem ihr alles wisst, habt ihr immer noch den Mut loszuziehen und euch auf die Suche zu begeben? Tausende von Orks, Monate in der Wildnis. Ja, die Gruppe schaut natürlich sofort zur Auelfe und die nickt beständig. Denn das hört sich schon sehr nach einer Gefahr an, die es nötig machen würde, sie mit Visionen zu plagen. Also sagt sie, dass wir es auf jeden Fall machen sollten. Und selbst wenn es nicht die Gefahr ist, ist es eine Gefahr, die es wert ist, sich drum zu kümmern. Aber natürlich werden sofort der Zwerg und die Schurken einen kleinen Einwand da machen. Schon, aber da wäre noch eine Frage zu klären, nämlich die der Bezahlung. Ich kann euch eine Vollmacht erteilen, dass ihr euch im Zeughaus ausrüsten dürft. Und ihr werdet natürlich reich belohnt werden, wenn ihr zurückkommt. Noch ein kleiner Rat. Soviel ich weiß, lebt in direkter Nachfrage von Hügelig, ein gewisser Isleifs Olgazon in Felsdane. Versucht doch mal dort euer Glück. Okay, Isleifs Olgazon in Felsdane. Na gut. Und wir sollen uns im Zeughaus ausrüsten. Das klingt doch wie für uns gemacht. Dann können wir jetzt zum Zeughaus gehen und uns da die nötigste Ausrüstung holen, also Waffen und Rüstung, vor allem Rüstung für Thyrik. Und dann können wir uns in der Festung von Meister Dramosch umschauen. Nachdem wir das gemacht haben, können wir uns dann nach Felsdane aufmachen. Solange wir nicht unterwegs irgendwo über diesen schwarzen Finger stolpern, all diesen Turm, wo der Hexer leben soll, da hatte Talana ja Interesse dran.
Also Zeughaus sollte irgendwo im östlichen Teil der Stadt sein. Aber der östliche Teil ist groß. Gucken wir einfach mal. Wir sollten ja eh die Karte mal vervollständigen, aber es wird schon dunkel. Gucken wir noch ganz kurz. Nicht da. Gucken ganz kurz auf die Karte. Hier scheinen überall Privathäuser zu sein. Aber eventuell ist ja eins von diesen Häusern auch die Zeugkammer. Die wird keine eigene Farbe haben. Und jetzt jedes Haus abklappern. Wäre ganz schön viel Arbeit. Nee, wir wollen nicht zu dir. Nee, so wird das nichts. Das heißt, wir sollten uns erstmal zur nächsten Taverne aufmachen. Hier sind ja gleich 3 Stück hintereinander. Da schlafen wir dann erstmal und morgen gucken wir weiter. Na, hier können wir nicht schlafen. Aber wir können eine Kleinigkeit essen. 11 Silberstücke. Ganz schön happig. Aber na gut. Das Bier schmeckt etwas abgestanden und auch das Essen. Hey, hat sich da nicht gerade etwas in dem Teller bewegt? Jack. Na gut, das haben wir nicht wirklich gebraucht. Hier ist noch eine Taverne. Und hier ist ein Gasthaus. Sehr schön. Dann reden wir doch erstmal mit ihm. Der Wirt strahlt, als er euch sieht. Oh, Gäste und solch edle Reisende, tretet ein und bringt etwas Glanz in meine bescheidene Hütte. Was kann ich für euer Wohlbefinden tun? Es ist wirklich sehr einladend hier. Eure Worte ehren mich. Gebe die Göttin, dass ich ihre Gesetze immer hochzuhalten verstehe. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. So, Floskeln aus dem Weg. Wir würden gerne ein Zimmer mieten. Und zwar nehmen wir doch ein Einzelzimmer. Es sind zwar 30 Heller pro Tag pro Person, aber das können wir uns noch leisten. Und wir wollen nur eine Nacht bleiben. So, was können wir denn noch alles machen? Wir könnten jetzt Wunden versorgen oder Alchemie betreiben, aber da haben wir nicht so wirklich Interesse dran. Wir könnten Magie anwenden oder unsere Stabzauber trainieren. Denn Magier haben ja einen Zauberstab und den können sie sozusagen verzaubern, dass er sich zum Beispiel in eine Fackel verwandeln kann oder in ein Seil oder andere nützliche Dinge. Das ist schon recht praktisch. Dafür brauchen wir halt nur, wie halt hier, ein Gasthaus, wo wir uns auch entspannen können. Mitten in der Wildnis geht das nicht. Also versuch du mal bitte deinen ersten Stabzauber. Oh, oder sogar schon den zweiten. Sehr schön. Dafür hat sie jetzt keine Mana mehr. Na gut, legen wir uns hin und schlafen erstmal schön. Wirklich lange war das Schläfchen ja nicht. Wir haben ja bis in die Puppen die Stadt durchforstet. Aber gut. Rosa waren Heiler. Rot waren Wege außerhalb der Stadt. Also hier könnten wir jetzt zum Beispiel nach Osten reisen. Zur Fährstation Tjolla. Aber nein, das wollen wir nicht. Wir suchen immer noch das Zeughaus. Also hier waren überall Tavernen. Dann klappern wir doch mal hier die Gebäude ab. Ihr steht vor einem etwa 3 Schritt hohen, palisadengekrönten Wall, durch den nur ein gut bewachtes Tor ins Innere führt. Das könnte doch eine Rüstkammer sein. Höflich um Einlass bitten. Tut uns leid, aber Fremden ist es nicht erlaubt, die Otterskin der Sturmkinder während deren Abwesenheit zu betreten. Oh, das scheint wohl ein Haus von Adligen gewesen zu sein. Und keine Rüstkammer. Was haben wir hier? Noch ein palisadengekrönter Wal. Höflich um Einlass bitten. Nein, es ist auch ein Haus der Sturmkinder. Hier auch. Ja, die haben hier wohl 3 Häuser. Auch nicht schlecht. Na gut, gehen wir mal hier die Häuser durch. Ihr steht vor einem etwa 3 Stockwerke hohen Turm, der ganz aus dunkelgrauem Basalt gefügt zu sein scheint. Im Erdgeschoss könnt ihr einen Eingang, im Obergeschoss ein Fenster entdecken, die jedoch beide zugemauert sind. An der ehemaligen Tür hängt ein Schild, das einzige seiner Art in Torwall, mit der Aufschrift Zutritt verboten. Ha, das ist doch suspekt. Aber wir können da nicht einbrechen oder dergleichen. Na gut, was ist auf der anderen Seite? Scheint ein normales Wohnhaus zu sein. Dies ist das Gebäude des Magistrats der Stadt. In der Eingangshalle sitzt eine in landestypischer Tracht gekleideter junge Torwallerin.
ihr wünscht? Wir brauchen Geld für einen wichtigen Auftrag. Eigentlich dürfen wir uns hier nur im Zeughaus ausrüsten. Aber wir sollten sich auf die Spitze treiben. Sagen wir erstmal, der Hetman schickt uns. Wenige Minuten später betritt eine abenteuerlich aussehende Torwallerin die Eingangshalle. Yatra Thornsdotter, Hetfrau von Bodir und sowas wie Bürgermeisterin dieser Stadt. Tronde hat euch mit einer gefährlichen Suche betraut, nicht wahr? Nun, da wir praktisch mit den Orks im Krieg sind, kann ich euch einen Schrieb mitgeben, der euch ermächtigt, im Zeughaus Waffen zu besorgen. Aber übertreibt's nicht. Rotzen könnt ihr ohnehin nicht schleppen. Meine besten Wünsche. Uns Waffen ist Gnade mit euch. Yadra kritzelt schnell eine Vollmacht auf einen Zettel, den sie euch in die Hand drückt. Viel Glück. Aber haben wir nicht gerade schon so eins bekommen? Na gut, wir haben jetzt eine Vollmacht von Torbenson und eine von ihr. Oh, vielleicht können wir uns jetzt zweimal ausrüsten. Schauen wir mal. Tagchen, ihr wollt sicher nicht zu mir. Also raus. Ja, du musst nicht gleich dein Schmiedeeisen rausholen. Die Suche nach dem Zeughaus erweist sich als relativ schwierig. Also die Häuser hier haben wir alle schon. Die hier in der Mitte auch. Dann gucken wir uns doch mal die beiden da an. Aber wir finden hier auch so ganz interessante Sachen. Dies ist der Eingang zur Werft von Ansir Arelson, dem größten Torvaller Schiffsbauerbetrieb. Falls ihr genügend Geld hättet, so etwa ab 20.000 Dukaten aufwärts, könnt ihr hier einen Drachen, eine Knorre oder eine Karawalle auf Kiel legen lassen. Nein, wir haben keine 20.000 Dukaten. Dies ist die Station der Bailonker Reiter. Von hier aus könnt ihr Nachrichten nach ganz Aventurien aufgeben. In diesem Abenteuer seid ihr jedoch auf eure eigenen Füße angewiesen. Ja, das wäre wohl zu schwer zu programmieren gewesen. Außerdem haben wir nicht wirklich Bedarf an Nachrichtentransport momentan. Ein Heiler. Ein Privatmann. Und wieder ein palisadengekrönter Wall. Haben die hier etwa noch ein Haus? Ja. Ein Otterskin der Sturmkinder. Die haben sehr, sehr viele Häuser hier. Also die drei da oben waren ja schon von denen. Dann wird wahrscheinlich das Haus auch zu denen gehören. Ja, Otterskin der Sturmkinder. Und hier ist ein Privathaus, wo wir höchstens einbrechen könnten. Aber so nötig haben wir das dann doch momentan nicht. Also gucken wir einfach weiter. Hier. Ach, das war die Werft. Na gut. Hier haben wir eine Taverne. Waren wir in den dreien schon? Oh, jetzt haben wir was Neues. Tut mir leid, dies ist die Otterskin der Windzwinger und wir dürfen während der Abwesenheit der Otter niemanden allein lassen. Das sind wohl verschiedene Clans, also Sturmkrieger und Windzwinger. Auch Windzwinger. Das waren jetzt die beiden da oben. Was wollt ihr hier im Zeughaus? Ah, perfekt, das Zeughaus, sehr schön. Fragt euch ein alter, einbeiniger Mann, der an einem Schreibtisch irgendwelche Listen vollkritzelt. Habt ihr einen Schrieb vom Hetman oder von Yatra? Fährt er fort, ohne von seinen Papieren aufzusehen. Ja, haben wir. Hier. Holla, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Haben wir Krieg? Naja, nicht meinen wir. Mich zieht sowieso niemand mehr ein. Kommt mit, ich zeige euch die Waffen, die euch zur Verfügung stehen. Sucht euch aus, was ihr gebraucht. Ist alles frei bis zu einem Wert von 10 Dukaten. Na gut. In einem Raum, dessen Wände vollgehängt mit Schwertern, Äxten und Dolchen sind, steht ein breitschultriger Mann vor einem Schrank und prüft mit kritischem Blick eine Klinge. Als er die Tür öffnet, dreht er sich zu euch um und mustert euch. Genug davon, diese Orkbrut mit den Händen zu erwürgen? Dann seid ihr hier genau richtig. Dann werden wir uns bestimmt einig werden. Es freut mich, das zu hören. Es gibt wenige, die dies zu würdigen wissen. Bei der Auswahl muss man ja ins Schwärmen kommen. Es tut wahrlich gut, solch sachverständige und höfliche Kunden zu haben. Wenn ihr mir denn bitte eure Wünsche mitteilen könntet, da wird jemand ein wenig ungeduldig. Aber gut,
kaufen. 10 Dukaten haben wir jetzt zur freien Verfügung. Was brauchen wir überhaupt? Wir bräuchten eigentlich eine Axt. Keine Wurfaxt, sondern eine richtige Axt für unseren Zwerg. Der hat momentan ja noch so eine Keule. Gucken wir mal. Ein Streitkolben. Und Talente. Hiebwaffen hat er 4, Äxte hat er 5. Also ein Punkt macht nicht ganz so viel aus. Dafür sollten wir jetzt nicht unbedingt Gold ausgeben. Piken haben wir noch. Rüstung waren eigentlich wesentlich wichtiger. Zum Beispiel hier Lederzeug. Das könnte jeder anziehen. Sogar die Magier. Und keiner hat was davon. Ja, das ist eine gute Idee. Also nehmen wir erstmal 1, 2... Nee, die Magier nicht. Aber die Elfen können das tragen. Also 1, 2... Oh, das kostet auch mal eben 4 Dukaten, das Stück. Na gut. Oh, 100 Dukaten für einen Schuppenpanzer. Aber ja, da werden wir noch eine ganze Weile sparen müssen. Ich glaube, ich nehme einen davon weg und nehme dafür lieber eine Krötenhaut. Kommt das hin? Nee, kommt nicht hin. Schade. Dann halt einen einfachen Waffenrock. Also in Krötenhaut ist ein Lederwamst mit Nieten gespickt und sieht ganz schick aus. Beim Zwerg wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es hat auch einen recht guten Rüstungswert. So, wir haben jetzt 9 Dukaten, 9 Silberlinge, 6 Heller zur freien Verfügung und 9 Dukaten davon schon verbraucht. Feilschen wir mal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Silbermünzen über. Probieren wir es mit 30%. Und da wir es mit einem männlichen Händler zu tun haben, darf Gwendolyn mal ein bisschen flirten. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab, aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. 6 Dukaten, 3 Silberlinge. Das hat sich doch schon mal rentiert. Und jetzt haben wir die 3 Dukaten hier noch über. So, was holen wir uns für 3 Dukaten, 6 Silberlinge? Oh, ein Schild wäre keine schlechte Idee. Ordentliche Stiefel vielleicht auch nicht. Gerugon ist barfuß. Terek auch. Ja, wir sollten definitiv Schuhe kaufen. Zumal die... Oh. Naja, fast eine Dukate das Stück wegen Kosten. Okay, feilschen wir nochmal. Und 30%. Gwendolyn. Bei den 12 Göttern, wie könnt ihr es nur wagen? Jada, jada, jada. Na gut, das war ein bisschen zu viel. Nehmen wir 25. Gwendolyn. Und er hat zugestimmt. So, jetzt reicht es aber auch langsam. Verabschieden wir uns mal und gucken wir, ob wir jetzt noch beide Schriftstücke haben. Schreiben von Yadra und das andere Empfehlungsschreiben. Ha, also könnten wir eigentlich gleich mal versuchen, uns nochmal ausrüsten zu lassen. Denn wir haben ja 2 Empfehlungsschreiben bekommen. Aber erstmal speichern wir wieder ab. So, speichern. Wie soll der Speicherstand heißen? Nicht Spiel 01, sondern LP 002. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Bis denn.